Ist eine Brustkrebserkrankung erblich? Das werden wir häufig gefragt. Und es ist tatsächlich so, dass ungefähr 5% oder vielleicht 6% aller Brustkrebserkrankungen in Deutschland eine genetische Ursache haben. Das bedeutet, ein Familienmitglied hat bereits eine genetische Veränderung, die dann bei allen nachkommenden Generationen und auch Familienmitgliedern zu einer Brustkrebserkrankung führen können. Wie geht man hier vor? Wichtig ist vor allen Dingen die sogenannte Familienanamnese, das heißt, man betrachtet in der eigenen Familie, wer ist denn an Brustkrebs oder auch Eierstockkrebserkrankungen erkrankt. Mit diesem Stammbaum geht man dann zu einer humangenetischen Beratung und lässt eine Stammbaumanalyse erstellen und kann dann insbesondere vor allen Dingen für die weiblichen nicht betroffenen Familienmitglieder eine Information bekommen, ob hier Handlungsbedarf besteht. Also wichtig ist die deeskalierende familiäre Anamnese und die Beratung, die dann in eine humangenetische Testung münden kann.